das ist quasi jetzt die Truman-Kamera in meinem Leben. Also wenn ich abends am Fenster sitze und schnacken muss, irgendwie Gedanken habe, dann jetzt hier. Ich kann manchmal gar nicht so schnell schreiben, wie ein Satz dann reinkommt. Und dann habe ich jetzt schon wieder vergessen. Der Grundgedanke war aber, als ich mit 20 sagte, 19 lohnt sich gar nicht, nüchtern zu sein, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, wovon ich rede. So null. Das Ganze jetzt betrachtet, 20 Jahre später, finde ich diesen Satz eigentlich immer sinnvoller. Und ich denke mir so, ja, das ist einfach eine ganz bittere Scheiße. Da ist man auf einmal erwachsen, ob man will oder nicht. Das merkt man daran, dass man kaputt geht, dass man mehr versteht, und das macht es nicht besser, auch gar nichts besser. Ja, und dann stirbt man. Und das ist auch ein Scheißsystem. Und in Anbetracht dieser ganzen Tatsachen, die nicht zu leugnen sind, da ist auch nichts mit Fake News. Nicht mal die leiseste Hoffnung, dass es vielleicht nicht stimmen könnte. Da sollte man einfach vielleicht einfach nicht nüchtern sein. Und die Ironie bei der ganzen Sache halt ist, jetzt darf man, jetzt könnte man, jetzt hat man und tut's nicht wegen scheiß Argumenten. Das kann ich hier so nicht stehen lassen. Es ist immerhin ein Glas Rum von einer Insel mit dem Namen Barbados. Ja, das geht halt auch mal.